Ein ruhiges Spiel über das Leben und Verlust. Einer nach dem anderen verließen die Bewohner der einst lebhaften Farm ihr Zuhause, um ihr Glück in der Stadt zu suchen. Alle, bis auf Thalma. Mittlerweile hochbetagt führt Thalma ein einfaches, zurückgezogenes Leben. Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem nächsten Projekt, The Stillness of the Wind. Ein Spiel, was ich gerade eben vor 10 Minuten auf Steam entdeckt habe und ich wollte mal eine kleine Abwechslung zu diesen ganzen Horrorspielen haben. Das ist wirklich ein sehr ruhiges Spiel, ihr habt es ja eben gerade schon gehört, ich habe ein klein wenig vorgelesen, um was es in dem Spiel gehen wird. Und wirklich mehr weiß ich selber auch noch nicht. Und bevor ich jetzt groß rumrede und euch wieder hier um den heißen Brei um die Nase schmiere, habe ich gedacht, fangen wir doch mal an. Lehnt euch am besten zurück, legt euch neuer Bett, guckt euch das Video an zum Einschlafen, wie ihr möchtet, und genießt das Ganze mal. Thalma wuchs auf dieser Farm auf. Zu einer Zeit, in der 8 Paar Schuhe morgens vor der Tür standen. Und jetzt ist sie ganz allein inzwischen. Das haben wir ja gehört. Einer nach dem anderen ging sie in die Stadt über das Meer. Okay, raus können wir nicht. Jetzt startet sie alleine in den Tag. Können wir die Hühner füttern vielleicht oder sowas? Was haben wir hier? Mit 2 Ziegen, einer Handvoll Samen und der Sonne im Rücken. 6 Eier haben wir eingesammelt. Wollen wir ins Haus rein? Vielleicht können wir uns damit Frühstück machen. Wir benötigen Eier und Käse. Wir haben Eier und Käse im Inventar. Dann hauen wir mal Eier in die Pfanne. Genau. Haben wir noch einen Brief auf dem Tisch liegen? Liebe Oma, ich habe es endlich geschafft. Mit Talar und Barrett gekleidet sitze ich hier in einem leeren Theater. Eine Stunde zu früh und versuche mich zusammenzureißen. Und mit jeder Minute, der wir uns der Zeremonie nähern, nimmt die Anzahl an Schmetterlingen in meinem Bauch zu. Kurz vor der Hochzeit wahrscheinlich. Ich spüre, wie ein Traum wirklich Realität wird. Heute Abend schließe ich endlich die Akademie ab, doch was anderes. Und schon bald sage ich diesem Planeten auf Wiedersehen und fliege zu den Kolonien auf Luna. Du bist immer für mich da gewesen, Oma. Als Kind hast du mir gute Nachtgeschichten vorgelesen. Ich habe noch immer ein Band von deinem Würmchen und Laika auf meinem Nachttisch liegen. Im Winter haben wir uns stundenlang die Sterne angeschaut und im Sommer hast du mich auf dem Jahrmarkt mitgenommen. Du warst es, die mir gezeigt hat, dass alle Wunder dieser Welt hinter dem Horizont versteckt liegen. Ich habe meinen Blick seitdem immer nach vorne gerichtet. Du bist die beste Oma. Ich staune noch immer darüber, wie du es geschafft hast, dich ganz alleine um die Farm zu kümmern. Ich habe noch so viel zu lernen. Ich komme dich bald besuchen. Das verspreche ich. Ich sende dir 1000 Umarmungen. Deine Rama. Okay? Hinlegen will ich mich jetzt noch nicht wirklich. Da haben wir noch Bücher zu lesen. Mal gucken, was wir hier haben. Frimo. Ja, okay, das sind so... Anekdoten wahrscheinlich. Ich will aber jetzt gerne mich noch ein bisschen draußen umgucken. Okay.
Also grafisch gefällt mir das Spiel echt mega gut. Es hat sowas Zeitloses, finde ich. Was haben wir hier eigentlich? Nichts. Können wir inzwischen raus? Nee, können wir nicht. Ah, doch! Das dürften unsere Ziegen sein. Ah, da müssen wir mal von der Seite rein, oder? Genau. Gehen wir nochmal zurück. Das Tor war wieder zumachen, nicht, dass uns die Hühner abhauen. Aber ein Gewehr haben wir trotzdem, ne? Lass mal nach den Ziegen gucken. Wie es den beiden so geht. Und Strom? Was ist? Hier sehe ich immer nur nach meinem Vater, wie er sich mit geballter Faust gegen den Pfosten lehnt. In den Augenblick, bevor er sein Herz versagte. Oh, hier ist der, der ihr Vater gestorben. Beiden Ziegen ein bisschen Liebe geben. So ist gut. Den Ziegen geht's gut, den Hühnern geht's gut, mir geht's gut, uns allen geht's gut. An der Stelle würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn euch das Video gefällt, dass ihr mir das Ganze mit einem Daumen nach oben zeigt oder mit einem netten Kommentar. Okay, das ist, hier haben wir Käse wahrscheinlich von der Milch von den Ziegen. Was haben wir hier alles? Lass mal gucken. Die Reparatur dieser heruntergekommenen Käserei mit ihren Regalen, der Ventilation und den Abstellflächen. Es war das Letzte, um das sich Sola damals gekümmert hatte, bevor sie die Farm verließ. Und genau. Heißt das jetzt, die Käserei funktioniert nicht mehr? Füge dem Topf mehr Milch hinzu, um zu beginnen. Hier haben wir Käse, oder? Diese 5 Käse halten sich nicht für ewig. Ein bisschen Heu für die Ziegen, mehr nicht. Okay, wir brauchen Milch. Aber die Ziegen haben ja genug Heu zum... Erstmal das Tor aufmachen, genau. Oder können wir bei den Ziegen reingehen? Geht das? Ah, wir... Eines Sommers mit ein paar Bartstoppeln am Kinn beschloss Gaza, diesen Ziegenstall wieder aufzubauen. Der nächste einer langen Linie von Yumas über die Zeit hinweg. Okay. Tut mir leid, Leute, ich bin jetzt der Schnellste im Lesen, ne? Also brauchen wir am besten nochmal einen Eimer, damit wir Milch von den Ziegen holen können. Da haben wir einen. Das ist ja noch der von vorhin. Jetzt gehen wir mal zu den Ziegen damit und gucken, ob wir da Milch holen können. Ja. Guck mal, wie wir die ganzen Fußspuren auf dem Boden sehen. Ah, wir müssen jetzt immer drücken. Okay. Dann lasst uns mal Käse herstellen. Da geht noch mehr. Feuer haben wir? Oder müssen wir das jetzt noch anzünden? Ah, das haben wir. Sehr gut. Ich nehme an, der braucht jetzt ein bisschen. Die Milch, die braucht jetzt ein bisschen. Oder der Käse. In der Zeit können wir noch mal ein bisschen mit... Oh, sie wird... Wir werden müde. Was haben wir da? Ist das ein Gehstock? Keine Ahnung. Ich glaube, wir legen uns mal ein bisschen schlafen. Oder was essen? Haben wir auch irgendwelche Vitalwerte oder so? Nee. Sag mal, oder ich schau mal kurz nach in den Optionen. Nein, ich will das Spiel nicht verlassen. Das ist alles gut.
Schön, dass du das lustig findest, dass das alles gut ist. Legen wir uns mal ein bisschen schlafen. Das muss auch mega einsam sein. So ganz alleine auf einer Farm. Niemand mehr da. Man hat nur noch die Ziegen und die Hühner. Okay, mal, wenn wir schlafen, wird gespeichert. So, jetzt schauen wir als allererstes mal nach dem Käse. Können wir... Hauptsache, wir haben den Korb, den Eimer und... Und den Stock in der Hand. Ein Käse plus. Können wir den jetzt nehmen und essen? Ah, nee, der ist ja dann automatisch in der Küche. Ah, wir sollten vielleicht was frühstücken, ne? Nicht, dass wir hier umkippen. Warte mal, irgendwo Sachen fallen lassen, was? Es gab eine Taste zum Sachen fallen lassen. Kann ich nochmal... Steuerung haben wir hier nicht. Geräusche, Effekte, Spielstand löschen, Gegenstandsoptionen zurücksetzen. Ah, sowas. Okay. Ja, nicht, dass wir hier alles auf einmal... Okay, das Spiel ist noch ein ganz klein wenig verbuggt, Leute. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das Game ist erst vor 2 Tagen rausgekommen. Oder vor 1 Tag sogar. Jetzt lasst uns erstmal ein bisschen Käse essen. Gestern gab es Ei, heute gibt es Käse. Ein bisschen Abwechslung ist wichtig. Hauptsache, der Eimer backt da im Boden rum und da oben irgendwo hier ist der Stock und der Eimer. Na, jetzt gehen wir nochmal raus und setzen nochmal die Sachen zurück. Okay, das. Na gut, wenn wir das nächste Mal abgespeichert haben, gehe ich nochmal ins Menü zurück. Ist das der Briefkasten, oder? Mal gucken, ob wir hier Post haben. Ich muss vorher rausgehen, ne? Das wirkt doch sehr... So, jetzt hat's funktioniert. Sehr schön. Nee, hat's irgendwie nicht. Hier ist nichts. Keine Post. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Nee. Wir machen's zu. Wir wollen ja nicht, dass uns hier die... die was wollen wir nicht? Nein, mach zu! Mach zu! Komm schon. Och, nö. Die hauen uns ab, habe ich das Gefühl, wenn wir nicht immer wieder das Tor zumachen. Komm mal her. Gib mal wenigstens ein bisschen Milch. Was passiert jetzt? Alles gut? Ich glaube, jetzt hat sie es aufgehängt. Okay, da die Items sowieso ein bisschen rumbacken, gehen wir sie nochmal zurück schnell ins Menü. Können wir das? Den Spielstand will ich nicht löschen. So, meine lieben Freunde, wir sind zurück. Ich musste leider nochmal das Spiel neu starten, weil es sich aufgehängt hat. Genau, das Spiel ist halt erst 1-2 Tage alt, da kann man noch nicht fehlerfreie Spielgarantie erwarten. Ist aber nicht schlimm. Wir sind ja relativ vorangekommen, ne? Jetzt gehen wir nochmal ins Haus rein und frühstücken nochmal ein bisschen Käse. Das tun wir einfach nochmal wiederholen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich sollte auf jeden Fall darauf achten, dass ich das Tor zumache, habe ich gemerkt, von der Farm hier, dass mir die Tiere nicht abhauen, weil ich glaube, in dem Spiel geht es schon ein klein wenig darum, wie lange man hier am Leben bleibt. Wenn wir schon so eine betagte alte Frau spielen. Gut. Gut gestärkt in den Tag gehen, das ist das Wichtigste. Ich frage mich, wofür wir das Gewehr brauchen. Post war nichts da gewesen, das habe ich ja schon nachgeguckt. Was ich aber jetzt noch mache... Genau, ich sammle noch mal ein paar Eier ein. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, denke ich. Haben wir welche?
Sehr schön. 6 Eier. Hauptsache, wir haben so alles mögliche an Kräutern und so jetzt im Korb, obwohl wir nur ein paar Eier eingesammelt haben. Aber das soll uns ja nicht stören. Ich glaube, wir müssen den größten Teil selber herausfinden, was wir in dem Spiel alles machen müssen. So, Eier stehen hier. Ich will jetzt nicht noch mehr essen. Wir könnten ja probieren, mal was anzupflanzen, theoretisch. Geht das? Tatsache. Cool. Fangen wir hier hinten mal an. Oh, und das in dem Alter. Machen wir gerade hier die ganze Fläche. So 4 Stücke reichen. Dann können wir hier was anpflanzen. So. Ah, ich habe aber nur 2 Stück. Ja, nu, okay. Nee, das will ich nicht. Ich will was anpflanzen hier. Wo habe ich die denn her, die Samen? Und jetzt? Müssen wir warten, nehme ich an, oder? Das benötigt Wasser. Ich habe keine Samen mehr übrig. Okay, wir brauchen Wasser. Ich nehme an, dass wir dafür den Eimer nehmen müssen. Oh, guck mal. Wir haben Besuch gekriegt. Hallo, mein Freund. Ja, ja, ich weiß. Ich mache hier auf. Nein, ich nicht gehen. Ich wollte mich unterhalten. Okay, vielleicht hat er uns Post gebracht. Das kann natürlich auch sein. Oh, wir haben einen Brief gekriegt. Wie schön. Wollen wir den mal lesen, hä? Von Garza Yuma. Chefredakteur der Nachteule. Salazar Gebäude, 67. Stock, Westwindviertel, Elgos. Okay. Liebe Oma, ich habe es endlich geschafft. Mit Talar und Bucket. Okay, das habe ich aber schon gesehen, oder? Den Brief haben wir schon gesehen. Wieso haben wir jetzt zweimal denselben Brief gekriegt? Finde ich jetzt komisch. Den haben wir ja schon gelesen gehabt. Okidoki, vielleicht kommt nächsten Tag ein anderer Brief. Nein, dummes Huhn, bleibt drinnen. Ah, scheißegal. Ich glaube, bei den Hühnern ist das nicht so schlimm. Aber die Ziegen, da muss ich aufpassen. Wir brauchen unseren Eimer jetzt und frisches Wasser brauchen wir auch noch. Käse haben wir noch. Kriege ich denn Wasser her? Oder eine Gießkanne oder sowas? Das wäre auch noch gut. Ich finde den Eimer nicht. Gehen wir mal ins Haus rein, ob der im Haus ist. Hauen wir den langsam in unserer... Hä? Nee, hier ist der auch nicht. Wo ist denn der Eimer? Ich glaube, ich werde langsam senil, habe ich das Gefühl. Oder kann ich die Gegenstände zurücksetzen? Ich hoffe, der backt dann nicht wieder so rum. Ja, perfekt. Ja, okay, manchmal spinnt es wahrscheinlich ein bisschen. Ich nehme an, den Stock können wir benutzen, um die Ziegen zu treiben. Okay, wir haben Eimer jetzt, aber wo kriegen wir Wasser her? Das ist jetzt die andere Frage. Vor allem wird es auch langsam Nacht, habe ich das Gefühl. Also dunkel. Okay, lass mal laufen. Vielleicht hat sie irgendwo einen Brunnen in der Nähe. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich laufe jetzt einfach mal. Dafür sind sicher die Fußspuren gut. Guck mal, oh, was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich... Oh, sie wird müde. Ich nehme an, dass der ihr Mann hier begraben ist. Ja, wir sollten uns hinlegen. Das mit dem Wasser machen wir vielleicht morgen. Ah, hier haben wir den Schatten von dem Wasserreservoir wahrscheinlich. Ja gut, das machen wir morgen. Einfach so den Eimer, boom, fallen gelassen und hab ins Haus schlafen. So. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt was zu essen noch. Ich schlage ja vor,
Warte, gestern hatten wir Käse, dann essen wir wieder Eier. Ich gucke, dass ich halt ein bisschen Abwechslung wenigstens drin habe. Nochmal ins Haus rein. Ja, ich sehe dich. Du musst mir nicht zuwinken. Okay. Genau. Ein paar Eier. Passt. Sehr schön. Also, jetzt hole ich erstmal frisches Wasser für die Samen, die wir hier eingepflanzt haben. Hier von hinten habe ich einen Schatten vorhin kommen sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt hier irgendwo... Genau. Ein Brunnen. Was haben wir hier? Es auch machen. Ah, jetzt habe ich den Eimer mitgenommen. Kann ich beides? Nee, ich kann nicht beides nehmen. Die Kanne ist bereits gefüllt. Okay, das soll eine Gießkanne darstellen. Ja, okay. Den Eimer. Ah, die Hühner kommen hier sowieso raus und rein. Guckt. Aber wegen den Ziegen muss man halt einfach aufpassen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht für jedes Beet extra Wasser holen. Weil die Oma ist immer die schnellste, ne? Oh, das reicht hoffentlich noch, oder? Ja, das reicht noch. Was? Nein! Da, Wasser. Perfekt. So. Was können wir jetzt noch drücken hier? Wächst immer noch. Ah, ist noch nicht fertig. Okay, gut. Mal gucken, ob wir mit dem Wasser, noch irgendwas machen können. Können wir den Ziegen da vielleicht was geben? Ja, die wollen sofort abhauen. Nee, mache ich nicht. Das gefällt mir nicht. Die machen immer Radau, machen die. Jetzt holen wir uns den Eimer erstmal wieder. Das können wir ruhig offen lassen. Die Ziegen können ja nicht abhauen, wenn da hinten zu ist. Oh, guck mal, wir haben hier Pilze, die wir einsammeln können. Nice. Das scheint reif zum Ernten zu sein. Genau. Ah, wir brauchen den Korb dafür. Der sollte in der Küche stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder neben der Eingangstür. Eins von beiden. Da vorne steht er, neben der Scheune. Ich meine, ist ja auch logisch, ne? Man kann ja die Pilze auch nicht in den Eimer reintun. Man braucht dafür ja einen handgeflochtenen Omas Korb. Oh, wir haben wieder Besuch bekommen, glaube ich. Können wir mit dem reden? Ist der Postbote wieder da? Ja. Komm. Nein. Nimm den Korb mit, Oma. Weiter. Nicht abhauen. Hier, mein Freund. Hier, unterhalte. Schön, dich wiederzusehen, meine Liebe. Ich habe gesehen, dass hier draußen in der Wüste überall neue Pilze gewachsen sind. Ah, da gibt es einem so ein bisschen Tipps wahrscheinlich. Sind sie nicht süß? Wie glitzerkleine Helme zu einem Regiment zusammengedrängt. Solltest du dich jemals entschließen, einen Korb davon zu sammeln, werde ich einen großzügigen Preis dafür bezahlen. Ein prachtvoller Preis für prächtige Pilze natürlich. Guck mal, wir haben Pilze, mein Freund. Ich will mit dir handeln. Was können wir mit dem handeln sogar? Guck mal hier. Ah, das ist das, was er hat. Oh, ich könnte noch zwei Hühner kaufen. Ich könnte Heu für meine... Ach, guck mal, die haben noch zweimal Heu. Baum des Wissens. Den kaufe ich. Den will ich haben. Heilige Worte sind hier eingelassen. Jeden Tag... Ah, da gibt er uns einen Tipp. Jeden Tag solltest du meinen Durst mit Wasser tilgen auf das... Nein, ich konnte es nicht mehr lesen. Ich musste aufschlucken. Ja, easy. Okay.
Oder kann ich das nochmal lesen? Jeden Tag solltest du meinen Durst mit Wasser tilgen, auf dass ich dich mit meinen Gedeihen belohne. Was heißt das hier? Ne, da kannst du wieder zurück tun. Und das da? Ist das das, was er hat oder das, was ich habe? Egal, ich will noch ein bisschen Heu haben. Heu können wir haben. Okay. Ham. Ah, was ich ihm dafür anbiete, wahrscheinlich. Kriegst du ein bisschen Käse? Nee, einen Huhn gebe ich dir nicht. Wanderschmaus. Eine Ziege gebe ich dir bestimmt auch nicht. Hier ein paar Eier kannst du noch haben. Ist das okay für dich? 4 Eier, 5 Eier. Okay. Haben wir jetzt gehandelt? Nee. Das Heu wollte ich doch noch haben. Nee, das Huhn brauche ich nicht. Ja, 6 Eier. Aha, bisher akzeptiert, verstehe. 5 Käse und 5... Wollen wir das machen? Ja, komm, geben wir ihm. Da haben wir jetzt das... Oh, nice, da haben wir jetzt das Heu gekriegt. Passt. Dieser Mangel an Käse macht mich stinke-sauer. Stink-Käse-sauer. Ich mache nur Spaß, aber enttäuscht bin ich trotzdem. Hey, ich habe dir 5 Scheiben, wie heißt das? Ballen Käse gegeben. Hat der Brief für mich? Der hat einen Brief für mich. Nice. Lebe wohl, mein Freund. Bis morgen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wer länger stehen mag. Verlauf dich nicht und lass dich nicht von den Kojoten fressen. So, einen Brief nehmen wir mit. Den lesen wir drin in der Wohnung. Ich tue jetzt erstmal, was mache ich denn? Ich gehe jetzt erstmal rein, genau. Die Pilze abgeben, genau. Die kann man sicher, kann man die verarbeiten? Sag mal her. Wanderschmaus. Waren das überhaupt Pilze? Nee, das waren Rüben wahrscheinlich oder irgend sowas. Nee, das waren schon Pilze gewesen. Egal. Wir haben einen Brief. Um das geht's eigentlich. Das ist ja immer noch dasselbe. Ah, nee, guck mal hier. Ah, warte. Den Brief, den haben wir noch gar nicht aufgemacht, den ersten wahrscheinlich. Da kann man draufdrücken. Genau. Liebe Schwester, ich hatte soeben ein verrücktes kleines Abenteuer. An einem unerträglichen schwülen Nachmittag entschloss ich mich dazu, den neuesten Markt in der Innenstadt zu besuchen. Dort entdeckte ich Gläser mit dem süßen Saft des sogenannten Vermächtnisbaums aus den Aschelanden, von dem gesagt wird, dass er nur einmal in hundert Jahren emporwächst. Ich kaufte außerdem ein paar Streifen eingelegtes Kauleder, tut mir leid, für meine kleinen Schnabeltiere zu Hause, um sie für ihr gutes Benehmen zu belohnen. Aber dann die große Überraschung, ein goldener Glanz fiel mir ins Auge. Es waren die gleichen mit Goldflocken verzierten Sonnenbonbons, die wir als junge Mädchen damals auf unserem Ausflug in die Stadt dabei hatten. Wenn ich nur daran denke, wie viele Jungs uns damals hinterhergelaufen sind. Ich wünsche, du wärst hier gewesen, Arma. Nein, ich werde nicht wieder versuchen, dich vom Umziehen zu überzeugen. Omi sagt immer, lass das Ackerland nur für einen Moment aus den Augen und alles geht zugrunde. Die Frau sah oben, wo auch immer sie hinschaute. Alles, was ich sagen möchte, ist, dass ich heute in vielen glücklichen Momenten an so viele glückliche Momente zurückdenken muss und dich sehr vermisse. Bitte pass auf dich auf, Arma. Deine dich liebende Schwester Mimi. PS, da sich die Dame unseres Bridge Clubs für Witwen zur Zeit fieberhaft auf einen charismatische junge Autorin unterhalten? Hä, was ist das für ein Satz? Da sich die Damen unseres Bridge Clubs für Witwen, der Bridge Club für Witwen, für Zeit fieberhaft über eine charismatische junge Autorin unterhalten, lege ich dir eine Kopie ihres neuen Romans bei. Perfekt geeignet für einen gemütlichen Nachmittag in Papas Stuhl. Wir wissen beide, dass es auf einer Farm schnell langweilig werden kann. Eine weitere Kopie ist übrigens auf dem Weg nach Luna zu Rama. Vielen Dank für das Buch. Leute, ich bin immer mega aufgeregt beim Aufnehmen. Nimm mir das nicht so übel, wenn ich mich ab und zu verlese. Das braucht halt bei mir noch ein bisschen, bis ich da drin bin. Ich bin halt noch ein schüchterner Kleiner, ne? Also. Halt. Nee, wenn es dunkel wird, esse ich Pilze. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir bis jetzt nur einmal am Tag immer gegessen haben. Das ist nicht so gut. Wir sollten vielleicht auch ab und zu Abend essen.
Aber erstmal gucke ich, dass ich jetzt noch ein bisschen Käse mache, bevor es dunkel wird. Das schaffen wir noch. Ich glaube nicht mehr. So. Hey, komm. Komm. Verdammt, ich glaube, wir sind zu müde zum Käse. Nein, 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 nicht schlafen gehen. Okay, die haben keinen Bock mehr, die Ziegen, ich merk's. Ja. Easy, essen wir was zu Abend und legen uns schlafen. Komm, essen wir mal von dem Wanderschmaus. Ist vielleicht ein bisschen Abwechslung, was die Nährstoffe angeht. Und jetzt legen wir uns schlafen. Und genau an dieser Stelle, Leute, will ich mich auch von euch verabschieden für den heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben oder schreibt mir in die Kommentare, wenn ich weitermachen soll. Ich kann sicher oder will auch noch gerne ein bisschen weiterspielen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Nier und ciao.